Er ist ein Weltstar seiner Zunft. Stets blütenweiß gekleidet. Mit einer Kochmütze, die ihn 50 cm größer macht. Der Jahrhundertkoch Paul Bocuse. Am Herd steht er schon lange nicht mehr. Das überlässt er seinem Team. Hier wechseln zwar manchmal die Akteure, doch eines blieb konstant. Seit 45 Jahren wird seine Küche ununterbrochen mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Das ist unerreicht weltweit. Kochen ist sehr einfach. Ein gutes Produkt, richtig gegart und angemessen gewürzt. Unsere Küche ist traditionell und klassisch. Gute Produkte, gute Küche. Dass er es immer so gehalten hat, kann man in seiner Biografie Le Feu Sacré, das heilige Feuer, nachlesen. Der kleine Paul, Spitzname Paolo, wurde in eine Küchendynastie geboren. Schon als Kind machte er erste Kocherfahrungen bei seiner Großmutter. Später lernte er bei den besten Köchen seiner Zeit, dem Sternekoch Fernand Point und Eugénie Brasier, der ersten 3-Sterne-Köchin Frankreichs. Mit 32 Jahren bekam er seinen ersten Michelin-Stern. Innerhalb von nur 7 Jahren folgten der 2. und der 3. In ganz Frankreich gab es damals nur 12 Köche mit dieser Auszeichnung. Im Norden der Stadt Lyon liegt seine Auberge, farbenprächtiger Wallfahrtsort für Feinschmecker. Der Chef erwartet seine Gäste, mit etwas Glück sogar persönlich. Herzlich willkommen und guten Appetit. Im Restaurant macht er regelmäßig seine Runden, begrüßt jeden Einzelnen. Die Gäste zücken dann begeistert ihre Fotoapparate und der Meister spielt geduldig lächelnd mit. So kennt man ihn seit vielen Jahren. Manche holen sich Rat bei ihm, wie Yannick Alenon, ein Pariser 3-Sterne-Koch. Das erste Exemplar seiner neuen Gourmet-Zeitschrift zeigt er Bocuse, der für Alenon schon immer ein großes Vorbild war. Er war ein Beispiel für viele Köche meiner Generation. Ich selbst wollte Koch werden wegen ihm. Im Rathaus von Lyon ein außergewöhnliches Ereignis. 90 Küchenchefs aus der ganzen Welt mit insgesamt mehr als 200 Michelin-Sternen ehren Paul Bocuse und seine Verdienste um die Kochkunst. Offizielle Fotos auf der Treppe, Bilder, die Geschichte machen werden. Nicht immer war den Küchenmeistern öffentliche Anerkennung zuteil. Deshalb stößt man an auf. Denn dass Spitzenküche heute wie Stars gefeiert werden, das ist vor allem Paul Bocuse zu verdanken. Als ich 1960 begann, da waren es nicht die Köche, die die Speisekarte bestimmten. Das machten die Oberkellner oder die Lokalbesitzer. Bocuse war einer der Ersten, der die Köche ermutigte, ihre eigene Küche zu propagieren. Chef Bocuse ist eine Ikone in unserer Branche. Für Generationen von Köchen war er ständig ein Beispiel. Wir kennen uns schon seit 30 Jahren. Seine Haltung war stets großartig, immer mit offenen Armen. Er ist der beste Botschafter, den Frankreich je hatte. Seit 1970 trug er auf seinen Reisen im Gepäck die französische Küche mit sich. Dass sie fast überall in der Welt glänzt, ist ihm zu verdanken. Sein Einfluss wirkt nach und wir müssen sein Werk fortsetzen. Seine Mitarbeiter nennen ihn Monsieur Paul. Die Küchenbrigade 22 Mann, darunter Spitzenköche, die seit Jahrzehnten hier arbeiten. Christian Bouvarel, er ist schon 40 Jahre im Haus. 45 Jahre lang 3 Michelin-Sterne. Wie schafft man das? Mit guten Mitarbeitern. Tradition und Innovation. Darum ging es immer im Hause Bocuse. Das klassische Menü kostet 220 Euro und beginnt mit Gänseleber. Dann die Suppe mit schwarzen Trüffeln unter einer Blätterteighaube. 1975 für Frankreichs Staatspräsidenten Giscard d'Estaing kreiert, als er Bocuse das Ritterkreuz der Ehrenlegion verlieh. Damals galt Bocuse als Wegbereiter einer neuen Küche, der sogenannten Nouvelle Cuisine, eine Modeerscheinung, der er längst abgeschworen hat. Seit Jahren beschreibt er die Nouvelle Cuisine so. Nichts auf dem Teller, alles auf der Rechnung. Nach der Trüffelsuppe folgt Rotbarbe und das Schuppen aus Kartoffelscheiben. Danach wird Bresse-Poularde serviert, mit Trüffeln und einer Morchelcremesauce.
Man ist in Frankreich, also darf der Käse nicht fehlen. Berühmt ist Bocuse auch für seine opulenten Desserts. Bei Tisch darf man sich nicht nur eine, sondern zwei oder drei Portionen davon nehmen. Rund ums Kochen schuf sich Bocuse immer wieder seine Medienereignisse. Das erfolgreichste, der internationale Kochwettbewerb Bocuse d'Or. Eine goldene Bocuse-Figur, Geld und Ehren für den weltweit besten Nachwuchskoch. Der Bocuse d'Or hat vor 23 Jahren begonnen, als super Idee des Küchenchefs Paul Bocuse. Er ist der große Botschafter der französischen Küche, der erreichen wollte, dass die Köche ganz vorne stehen im Rampenlicht. Es ist eine Art Koch-Olympiade, alle zwei Jahre in Lyon, mit Teilnehmern, Juroren und Fans aus 24 Ländern. Die Teilnehmer, junge Talente, die sich als Köche bereits einen Namen gemacht haben. Die Jury, hochkarätige Köche mit der schwierigen Pflicht, alle Fisch- und Fleischgerichte zu kosten und zu bewerten. In diesem Jahr gewinnt der Däne Rasmus Kofoed die begehrte Trophäe. Vor dem Restaurant tags darauf die Nachfeier. Doch die Aufmerksamkeit der Medien gilt nicht nur dem Preisträger und Meister Bocuse, sondern vor allem dessen dreijährigem Enkel, dem kleinen Paul. Vielleicht, so wird gemunkelt, wird er eines Tages in die Fußstapfen seines berühmten Großvaters treten.